Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Wir haben beim letzten Mal mittels Föhn ein Tentakelwasserviech getötet und haben jetzt die Möglichkeit, darüber zu gehen. Das hoffe ich jedenfalls. Also wir werden wohl nicht sterben jetzt. Es sei denn, wir springen selbst ins Wasser. Aber es klappt. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier tatsächlich eine Tür, wo drauf steht Exit. Ob ich das glauben kann, weiß ich noch nicht. Aber wir gucken mal, was hier noch so ist. Was ist das für ein Ventil? Ist wohl nicht wichtig. Da kümmere ich mich im Moment nicht drum. Im Moment. Okay, im Moment. Hier ist eine komplizierte Maschine nicht eingeschaltet. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum. Gut, dann gehen wir einfach mal hier durch. Es geht auf jeden Fall. Vom Geräusch her passt das Geräusch aber jetzt gerade nicht zur Tür. Weil das ist ja eine mit so einem, ja, so einem Ventilgriff. Warum macht das dann so klack-klack wie so eine... Ja, das klang eher wie so eine Holztür, ne? Kannst du einfach mal in die Richtung gucken, wenn ich dich dahin drehe? Dankeschön. So, dann gucken wir mal kurz hier lang. Da ist alles versperrt. Die Trommel ist im Weg. Da ist was drin. Ich bezweifle, dass es bewegen kann. Welche Trommel? Ey, ganz ehrlich, ich sehe hier Pappkartons und ich sehe Metallfässer. Eine Trommel. Ich weiß ja nicht, was sie als Trommel bezeichnet, aber okay. Nicht mal eine Kabeltrommel war da zu sehen. Aber okay, ist in Ordnung. Ja, passt schon. Wollen wir mal lieber nicht zu viel reininterpretieren. So, ich sehe nicht viel. Ach, wieder so ein Raum. Schön. So. Wir gucken. Nein. Ja, okay. Geht mal hier lang. Bleib doch mal Kameraperspektive. So. Das hört sich nicht gut an. Da ist ein Weg. Den nehmen wir einfach mal. Und hier haben wir eine Tür. Und die ist auch offen. Das freut mich. Ich würde ganz gerne mal ein angenehmeres Gebiet irgendwie erkunden. Nicht immer nur diese Kanalisationsgänge und so. Einfach mal einen schönen Park oder eine Häusergegend wäre auch mal schön. In den Häusern rumstöbern. Sowas, da hätte ich mal Bock drauf. Ja, ich habe gerade ein bisschen gestutzt wegen des Geräuschs hier gerade. Okay. Komm, Tageslicht wäre schön. Irgendwie mal Freiheit schnuppern. Okay, wir sind auf jeden Fall auf freiem Himmel, oder? Ich kann nicht rein, ein Eisengitter versperrt den Weg. Sind wir unter freiem Himmel? Ich bin mir nicht sicher. Eine Menge Zeug, aber nichts wäre es wert, es mitzunehmen. Mhm. Ne, wir sind noch nicht unter freiem Himmel, wie es aussieht. Okay, da ist eine Leiter. In dem Karton ist nichts Nützliches, weil sie eben den Karton aufgemacht hat und alles Mögliche durchsucht hat, was da drin war, in der einen Millisekunde. So, dann klettern wir jetzt. Guck mal, wie sie hochklettert. Die Bewegungen sind sowas von... Kacke! Mir fällt einfach kein anderes Wort dafür. Als hätte sie die Hosen geschissen. Die Heather. Okay, es passiert was. Oh, wir sind... Wir sind im Freien! Oh, danke, liebes Spiel. Ich werde das bald wahrscheinlich verfluchen, dass ich ins Freie gekommen bin. Diese Holzkiste ist ziemlich fest zu. Ich glaube kaum, dass ich sie öffnen kann. Wieso nichts in diesem Spiel? Okay. Okay, das ist irgendwie eine Art Baustelle hier auf jeden Fall. Alles mit Plan abgehangen. Abgehängt, meinetwegen. So, jetzt haben wir hier keine Tür. Ich dachte, wir hätten eine Tür. Komischer Kamerawechsel. Ey, Leute, ich drück doch schon den Knopf. Könntet ihr mir... So, danke. Ein rotes Fass. Da kann ich speichern, okay. Ja, nehme ich natürlich wahr. Dann speichere ich mal jetzt hier. Okay. Haben wir gemacht. Dann muss es aber auch irgendwo hier weitergehen, ne? Also im Moment sehe ich jedenfalls keine Tür, wo ich... Ah, doch, ich sehe eine Tür. Ich habe nichts gesagt. Wahrscheinlich das nächste große Gebäude jetzt, ja? Nach dem Kaufhaus. Wobei die Kanalisation und U-Bahn-Schacht und so war für sich eigentlich auch schon ein größeres Gebiet. Kann man nicht anders sagen.
Kann ich da rein? Schloss ist kaputt. Ja, hab's begriffen. Eine Tür und das ist eine Art Fahrstuhl. Kein Strom, der auf so funktionieren. Okay. Ah, bitte eine Karte. Oh, Treppenhaus. Super! Hier ist eine Dose mit Klebstoff. Ist aber wohl nichts Besonderes. Oh. Ist ja Klebstoff. Unter der Treppe sind Zementsäcke oder so aufgestapelt. Aha. Ja, ich nehme das mal so hin. Gesundheit. Ist das eine Karte? Nein, ist keine Karte. Ich bleib erstmal hier und guck. Nein, ich gehe die Treppe weiter hoch. Das ist so viel Stockwerke, das hasse ich, ne? Hier vielleicht? Die Decke der dritten Etage ist eingestürzt. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt verboten. Okay, ich darf eh nicht rein. Eine Werkzeugkiste, nichts Nützliches. Komm mir vor wie ein bisschen bei SCP, wo man die ganze Zeit Treppen runtergehen muss. Hier muss ich die ganze Zeit Treppen raufgehen. Eine Leiter würde ich gerne mitnehmen. Eintrittleiter, die ist zu groß, um sie mitzunehmen. Naja, also ich könnte sie schon mitnehmen. Vielleicht nicht in die Hosentasche stecken, aber mitnehmen könnte ich sie. Der Boden der vierten Etage ist eingestürzt. Okay, das ist logisch, weil wenn die Decke der dritten Etage kaputt ist, muss logischerweise auch der Boden der vierten Etage kaputt sein. Sonst wäre das sehr unlogisch. Hier sind Bretter oder Umzugskartons, könnten das auch sein, zusammengefaltet. Okay, aber das letzte Stockwerk ganz oben, das ist offen. Sind wir jetzt schon auf dem Dach, oder? Nein, sind wir nicht. Der Fahrstuhl ist immer noch kaputt. Ach, ich hätte so gerne eine Karte, ne? Zumindest ist aber keine so riesige Stockwerke. Das ist alles noch übersichtlich. Sagen wir mal. Okay. Bin gerade nicht sicher, ob ich die Geräusche hier im Haus bei mir höre oder im Spiel. Ohne Scheiß. Kannst du mal das Waschbecken, nichts Besonderes? Ich habe eben starkes Klopfen gehört. Ich weiß gerade nicht, war das jetzt im Spiel über Kopfhörer oder war das irgendwie unten im Flur? Das ist ja sehr geil. Also wenn ihr was gehört habt, dann war es wahrscheinlich im Spiel. Habt ihr nichts gehört, dann habe ich das eben bei mir selbst im Haus gehört. Sehr geil. Gut, probieren wir es mal mit der Tür. Die ist auch dicht. Ja, dann haben wir ja nur noch diese Tür da. Eine Kabeltrommel und ein Sack Zement. Die kann ich beide nicht gebrauchen. Diesmal hat sie recht. Da war eine Kabeltrommel und da war auch ein Sack. Ob das Zement war, weiß ich nicht, aber ein Sack war da auf jeden Fall. Okay, hier ist ein größerer Raum. Mensch, wo guckst du da hin? An die Wand? Was war das? Die Wandfarbe sieht hier etwas anders aus und das Material ist auch anders. Wenn ich hart genug zuschlage, bricht es vielleicht. Aha. Das hatte mir, glaube ich, schon mal jemand gesagt. Ich glaube, es war die Little Draw Blade. Extrem schwer. Den nehme ich mal. Pass mal auf, Leute. Und hau gegen. Was? Nochmal. Also ich glaube... Da ist doch was, oder? Da? Aha! Steht da einer? Ein Schalldämpfer. Nee, da ist einer eingemauert. Ich kann beide durch das Loch in der Wand sehen. Hoffentlich ist es nur eine Schaufensterpuppe, aber das Glück habe ich wohl nicht. Wie in die schwarze Katze. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Die schwarze Katze ist ein Fall von den drei Fragezeichen. Anscheinend ist das aber auch ein Film. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei der schwarzen Katze von den drei Fragezeichen jemand in der Wand eingemauert wurde. Wäre mir neu. So, okay. Cool, wir haben Schalldämpfer. Ist der für die Pistole? Mal gucken. Wo ist denn der? Unter Gegenstände? Oder wo ist der jetzt? Vorräte? Schalldämpfer auf eine Pistole oder Maschinenpistole geschraubt? Okay. Ja, sehr geil. Jetzt haben wir also eine Pistole mit Schalldämpfer. Ja, pff, warum nicht, ne?
Also bisher, glaube ich, habe ich das nicht groß gestört, wenn andere gehört haben, dass ich schieße. Weil die Monster sind sowieso da oder nicht da. Da ist eine Patronen... Schachtel. Massenweise leere Flaschen und Dosen. Sieht aus, als hätte hier jemand gelebt. Hm. Eine versiffte Matratze. Wirst du dich in das Loch fallen lassen? Nein. Ich will erstmal gucken, ob hier noch was ist. Weil da sehe ich zum Beispiel einen Gesundheitsdrink. Den möchte ich natürlich mitnehmen. Da ist ein Teppich. Da ist ein kleines Heim. Aus Kartons und alten Decken. Wohl, was? War wohl ein Hausbesetzer. Ich habe erst Hausbesitzer gelesen, ja. Nein, Hausbesetzer passt eher. Könnte aber auch sagen, ein Penner. Aber das wollten sie wohl nicht so schreiben. Gut, da ich jetzt hier nichts weiteres finde, und hier auch kein Speicherpunkt ist, wie ich das sehe, würde ich mir natürlich wünschen, aber ich sehe keinen. Springen wir jetzt in das Loch hinunter. Okay. Dann wollen wir mal. Ich kann den Boden der vierten Etage nicht sehen. Es ist zu gefährlich, um hier runter zu springen. Also, mit der Matratze geht's, ja? Okay. Mit der Matratze schmeißen wir uns ins Loch. Das klingt komisch. Achso, jetzt darf ich da drauf springen, oder wie? Ah, so ist das gemeint. Ich dachte, wir springen zusammen mit der Matratze runter. So, jetzt sind wir unten. Jetzt sind wir in der einsturzgefährdeten vierten Etage. Das ist natürlich auch ein bisschen waghalsig. Geile Mucke. Okay. Ändert sich nicht groß die Musik. Ich dachte, das wäre jetzt wieder... Neues. Okay, da können wir wahrscheinlich raus. Ich will mal gucken, ob hier noch was ist. Also das finde ich ganz cool, wenn wir uns jetzt so systematisch immer weiter nach unten kämpfen können. Aber ich befürchte, dass dem nicht so ist. Denn ich sehe gerade, wahrscheinlich können wir hier nach draußen, oder? Warte. Ich will doch gar nicht raus. Oh nein, ich will nicht raus. Jetzt ist auf einmal einer hier drin, oder? Jetzt ist auf einmal einer hier drin, natürlich! Ja klar, ich will doch raus, okay. Wer ist denn hier? Ach, so ein Fetten. Ja, leg dich hin, genau. Yeah. Okay, ich könnte doch weiter. Puh. Ja, ich möchte da rein. Jetzt sind wir aber im Nachbarhaus. Ich hoffe mal, dass auf der anderen Seite der Gerüste da nichts war. Wenn, dann ist es jetzt zu spät. Da scheint was zu kommen. Ich dachte, das wäre jetzt eine größere Cutscene. Aber das gefällt mir schon viel besser hier. Das sieht angenehm aus. Es ist eine Thermoskanne. Sie ist leer. Ein Schaufensterpuppenkatalog. Okay. Das ist wohl die Rezeption einer Schaufensterpuppenfirma. Das klingt, als hätte das ein kleines Kind gesagt. Eine Schaufensterpuppe-Firma. Okay. Aber die Rezeption ist doch nicht mitten hier drin in so einem Büro. Das passt doch nicht ganz, oder? Der Karton ist voller Schaufensterpuppe-Karton. Wenn die Rezeption ist doch meistens am Anfang, wenn man in ein Gebäude reinkommt. Da sollte die Rezeption sein und nicht irgendwo hier mitten drin. Da ist eine Tür, da ist... oh Gott, sind hier Türen. Ja. Wahrscheinlich geht sowieso 99% der Türen nicht auf, aber ich fange trotzdem mit der ersten Tür an. Da kam ich gerade raus, okay. Ist das eine Karte? Nein, schade. Das hier ist auch keine Tür, ne? Nö. So, versuchen wir es mit der. Die ist kaputt. Nächste Tür. Kaputt. Nächste Tür. Offen. Okay, das ist ein größerer Raum. Da möchte ich mich noch nicht umgucken. Tür kaputt. Ja, natürlich ist es schön, wenn das die einzige ist. Nein, hier ist noch eine offen, okay. Speicherraum.
Das sieht fast nach Speicherraum aus, aber ich habe noch kein Speichersymbol gesehen. Hier ist eine Schaufensterpuppe ohne Kopf und Beine. Halt. Es ist nur ein lebloses Objekt, aber ich bin trotzdem etwas nervös. Ängstlich vielleicht. Ja, also Schaufensterpuppen können schon irgendwie was Gruseliges haben, finde ich. Das ist schon richtig.